scheint die aber wirklich nicht zu stören, die Dorfbewohner, wenn ich hier die Fässer verprügeln. Cool, also. Irgendwas werden wir wahrscheinlich mit den Goldmünzen auch mal. Vogel. Da ist ein Vogel. Ein Adler oder sonst was. Na toll, Steilklippe. Da kommen wir jetzt gar nicht hin. Dann lassen wir das. Jetzt war ich da von diesem hellen, was auch immer da, so genau in der Bildschirmmitte überrascht. Okay, also es scheint echt noch jede Menge Kreaturen zu geben. Okay, gerade in der Liste stand was von 150 und gesehen haben wir gerade mal da dieses komische Hoppelhäschen, dann den Eber und. Was ist das? Nee, das ist Strohfaser verschimmelt gerade. Was bist denn du? Wildblutmücke. Ah, ich würde mal vermuten, dass die aber hier in dem Boden verbuggt ist. Denn kann mir nicht vorstellen, dass das so zwei Fühler nur sind. Wenn ich drüber gehe, springt sie auch nicht raus. Hätte ja sein können, dass sie mir so vielleicht irgendwie ans Bein springt dann. Also wird sie verbuggt sein. Okay, wir machen jetzt einfach mal noch ein paar Fässer kaputt. Können hier die Hütten rein. Das noch ein Händler. Die Miss Willows. Ihnen kann ich doch bestimmt auch was geben. Oh, das scheint die Schankwirtin zu sein. Da kriege ich was zu essen. Ich kann das verkaufen hier. Holzstuhl, Bett. Bett, Bett ist gut. Schlafe in einem Bett um deine. Ja. Also man merkt, die Übersetzung hängt ein bisschen. Rohes Fleisch. Also ich kann dir leider noch nichts anbieten von meinen Sachen. Das tut mir jetzt leid. Also hier steht Ausbeute 475%. Der Typ gerade hatte was von 70%. Also ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Gut, vielleicht kriegen wir da später ein bisschen mehr Infos. So, was machen wir denn? Ja, ich würde jetzt eigentlich mal so gerne jetzt irgendwie was bauen können. Kann ich denn irgendwie was bauen? Lagerfeuer. Ach so, ich hatte hier noch, genau, die wollte ich doch auch noch. Hallo, können Sie mir sagen, ob irgendeiner Waffen kaufen will? Nein, die Bäuerin, die rennt nur so weg. Okay, der steht auch seit einer Stunde da. Der hat ein Handelssymbol über die Birne. Herr Felis oder Faelis, entschuldigen Sie bitte, ich habe hier noch mal was anzubieten. Ich kann hier. Okay, ein ziemlich großer Typ, wie man sieht. Das scheint wohl einer zu sein, der eher so. Da, herstellbarer Blutmückensattel. Wir haben doch gerade eine Blutmücke gesehen. Also man kann sie reiten, dann werden es nicht nur zwei Fühler sein. Gut. Steinaxt. Das passt doch. 8 Stück. Wir haben gerade welche, die verkaufe ich dir jetzt mal.
Okay, wenn ich mehrere habe, muss ich die einzeln? Oder will er nur eine haben? 7 von 1. Also der kauft immer eine, aber der will jetzt wohl keine mehr haben. Nee, also will er nicht. Schade, ich hätte gedacht, dass wir da so ein bisschen ins Handeln kommen mit ihm. Gut, Sättel und so weiter sind derzeit uninteressant. So, jetzt gehen wir hier auch mal rein. Jetzt gucken wir uns das. Nee, halt, erst will ich. So, wie schmeiße ich die Dinger denn jetzt weg? Ach, warte mal, ich hatte doch unten einen in der Liste. Muss ich die unten ausgerüstet haben, um die verkaufen zu können? Das wäre jetzt. Nee, also der will wirklich nur. Ja, dann die eine haben, weil ich hatte unten ja einen in der Leiste. So, aber jetzt. Drop. Die schmeiße ich jetzt weg. Weil irgendwie ist mein Inventar so voll. Ich glaube nicht, dass ich die ganzen Dinger brauche, weil ich habe die ja nur hergestellt, weil ich die Materialien hatte. Ich kann hier noch was herstellen. Achso, das ist die meine Licht. Da stellen wir dann noch mal eine her. 3. Okay, einmal herstellen, es sind 3. Gut, und nochmal 10, das reicht. So, jetzt können wir hier noch ein paar Zauberstäbe. 3, 3, 1, 12. Ich stelle jetzt alle 12 her, fertig. Hauptsache, das Material ist weg, bevor ich das wegschmeiße. Wegschmeißen kann ich es ja immer noch. Okay, während der Craft droppe ich die Klamotten. Nee, alle fallen lassen. Nee, Rechtsklick geht auch nicht. Such, ob da so eine Zusatzoption gibt, ob es eine Taste gibt oder so, der man Sachen vielleicht auch schneller fallen lässt. Verschimmeltes Fleisch. Ich lasse mal eine Waffe in Reserve. Äxte kommen weg. Das ist Schwefelerz, das sind Beeren. Nee, das sind die Äpfel, das sind die Beeren. Das behalten wir auch. Ja, haben wir eigentlich ziemlich aufgeräumt. Und da es Nacht ist, Tinkerbell erscheine und es wurde Licht. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 5 Minuten eine kleine Begleiterin. Yippie! Party! Oi, Pferde! Der sieht aber ein bisschen krank aus hier heute, Hüß, muss ich schon sagen. Irgendwie ziemlich, ziemlich mager. Und von der Färbung her würde ich sagen, entweder dein Vater oder deine Mutter war eine Kuh. Entschuldigung. Ist. Okay, das ist noch nicht mal ein Layout, sondern das vorne ist ein schwarzes, das ist ein braunes, ist auch ein braunes. Kann ich mit denen was machen?
Pferd. Buy Horse. Ich kann ein Pferd kaufen. 165 von. Warte, ich habe doch 165. Kriegen wir doch hin. 112. Da, so, komm, das kriegen wir doch zusammen. Wenn wir uns dann ein Pferdchen kaufen können, dann brauchen wir nicht laufen. Fässer, da, Fässer verprügeln. Wir haben uns Fässer verprügeln. Das wäre doch gelacht, wenn wir da keinen Gaul kriegen. Sonst sind aber hier keine Fässer mehr. Ein großes, nehmen wir das. Ja, gut, hätte sein können. Großes Fass, vielleicht sind da so 10.000 Gold drin oder Münzen oder was auch immer. Da, Fässer. Denke mal, ich werde jetzt einmal um die Gebäude hier rumlaufen, die Fässer kaputt machen. Weil das scheint ja doch zügig zu gehen. Hätte ich gerade das Geld nicht gespendet und mich vorher umgeguckt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon das Geld zusammen. Aber auch das Spenden wird irgendwas bewirken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier sowas wie ein Rufsystem, dass man hier verschiedene Städte hat und Fraktionen und durch diese Spenden kann man dann halt sich Ruf ersteigern und dann bekommt man irgendwelche Sonderattribute oder so. Naja, man merkt, ich habe zu viel WoW früher gespielt. Da sind noch so einige Ideen aus WoW mir im Kopf geblieben. So, da ist nix. 165. Sag mal, war das abgepasst oder war das abgepasst? So, Pferdchen. Schönen guten Tag. So. Was kann ich denn? Was möchte ich denn? Was will ich denn? Level. Hä? 100. Ah, unterschiedliche Level, unterschiedliche Kosten. Das ist cool. Also kleines, mittleres, dann wird das ein großes sein. Level 36, 285. 165 haben wir jetzt. Dann nehmen wir jetzt einfach das hier für 165. E. Zack, ich habe ein Pferd gekauft. Hey, es hat einen Sattel. Hat einen Sattel. Ach du Sch. Okay. Trop, trop, trop. Okay, es geht auch schneller. Cool. Ich bin beritten, ich bin beritten. Da sagen die Leute immer, man muss sich Tiere zähmen. Braucht man gar nicht. Seht, ich habe einen Gaul. Obwohl so dieser Schritt, also dieses normale Gehen, ist nur nicht sehr zügig. Aber vielleicht kann ich damit. Schade, damit kann ich gar nichts. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht damit farmen. Okay. Na gut, ich habe einen Gaul. Ich kann jetzt schneller durch die Lande. So, aber. Was ich jetzt natürlich nicht durchdacht habe, ist,
Kann ich das denn irgendwo unterstellen? Mal gucken hier, Attribute. Change Name, da kann ich doch schon mal einen Namen vergeben. So ganz spontan kommt mir nämlich nur erstmal Flecki in Sinn. Ja, ich weiß, nicht sehr kreativ, aber ist zumindest so das Erste, was mir jetzt gerade einfällt. Riding Rang 0, Order Rang 0. Okay, also kann ich Ränge vergeben. Das wird wahrscheinlich dann diese Option sein vom Tribe, die Tribe-Einstellungen. Open Crate da. Da ist das rote Hü. Hunger, Konzentration, Gewicht. Gewicht 495. Das ist doch cool. Dann kann ich dem Pferdchen doch bestimmt die Sachen, die ich im Moment nicht brauche, reingeben. Das ist cool. Ist der automatisch was? Hungeranzeige. 200 Hunger. 7. Okay, er baut auf. Warum baut er auf? Da, die. Okay, also die blauen Beeren, Blaubeeren ist seine Nahrung. Das ist okay. Blaubeeren kriegen wir gesammelt. Dann komm mit Flecki. Kannst du noch irgendwas Schönes? Linksklick, rechtsklick. Mausrad? Nö. Baum da. So, Ausgang. Ich kann. Okay, also man kann springen. Man kann laufen. Und das war's. Also ist ein Pferd wirklich ein Reisetier.